Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von OpenTX oder HTX Weekly. Und ja, wie ihr an dem Eingangsbild oder meinem Eingangsaufbau hier schon seht, es geht wahrscheinlich heute tatsächlich um HTX oder ELRS und nur vielleicht etwas weniger um die kann man jetzt kaum sehen. Ich muss sehen, dass meine Finger hier im Bild sind. Um die renovierte Varioprop. Falls ihr die nicht erkennt, ich drehe sie gleich um. Aber erstmal, damit wir hier das Setup sehen. In der letzten Folge hatte ich erzählt, das Handy nehme ich mal gerade hier aus dem Bild. Das kennt ihr vom letzten Mal. Das war die Bedienoberfläche für die renovierte Varioprop. Komme ich gleich noch dazu. Aber in der letzten Folge hatte ich euch erzählt, dass diese Varioprop auch durchaus als Relaisstation dienen kann, also als Umsetzer von einer modernen Anlage, wie hier zum Beispiel meine X12S mit HTX zu der 40 MHz-Welt. Und zwar, ja, wie sich einige schon denken können, funktioniert das über ELRS, denn man kriegt ja diese schönen kleinen ELRS-Empfänger oder Sendemodule. Und ELRS benutze ich jetzt hier als Link zwischen der alten Varioprop und der neuen Anlage. Denn Hintergrund ist ja folgender: Ich wollte ganz gerne hier auf der Varioprop auch nur die wirklich absolut notwendigen Funktionen realisieren, denn sie hatte früher ja auch keine Mischer oder so etwas, war ja ganz einfach, es war ja noch vor der Computerisierung, sagen wir mal. Alles, was man an Mischern und dergleichen braucht und an Schaltfunktionen, das wäre dann eine weitere Folge, realisieren wir dann auch auf der X12S mit HTX. Da haben wir ja schon Mischer. Warum und was weiß ich noch alles, was wir brauchen, logische Schalter, warum sollen wir das auf der Varioprop nachempfinden? Ich habe mich eben vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, aber geschnitten wird ja nichts in meinen Videos. Natürlich brauchen wir die moderne Anlage nicht für die Schaltfunktion, denn die Schaltfunktion haben wir ja auch schon hier über diese physischen Schalter. Oder auch über die Bluetooth-Bedienoberfläche hier. Soweit waren wir schon. Gut, also was ich jetzt euch zeigen wollte, ist die Verbindung zwischen der modernen Anlage und der renovierten Varioprop. Und ich habe eine kleine Veränderung vorgenommen für diejenigen, die das letzte Mal auch gesehen haben. Hier ist parallel zu dem Bluetooth ist hier jetzt ein ELRS-Empfänger eingebaut. Das ist ein Happy Model EP2 mit so einer kleinen Turmantenne. Eignet sich hervorragend, um das irgendwo noch mit zu verbauen. Ihr seht, es ist kleiner als ein Bluetooth-Modul. Ja, also wunderbar. Gut, die Bluetooth-Funktionalität haben wir uns jetzt schon ein paar Mal angeguckt, deswegen drehe ich die Anlage jetzt mal vorsichtig um, ohne dass ich hier mein Kabel verhaue, total durcheinander bringe oder irgendwelche Kurzschlüsse hier produziere. Diese physischen Schalter brauchen wir jetzt gerade nicht, sondern ich versuche jetzt mal hier beides möglichst ins Bild zu kriegen. Und dazu gehört dann natürlich auch noch ein 40 MHz-Empfänger. Den werde ich dann nachher auch noch mal ins Bild holen. Passt momentan nicht rein. Oder vielleicht kann ich es so arrangieren, dass wir den dann hier noch hinlegen. Irgendwie so, dass man sehen kann, dass der Empfang hat. Da brauchen wir dann die Leuchtdiode, die ist auf dieser Seite hier. Gut, alles ein bisschen improvisiert. Ja, aber das macht ja nichts. Gut, okay, erster Punkt. Wir schalten einfach mal die Varioprop ein, hoffen, dass sie nicht in Rauch aufgeht, dass ich hier keinen Kurzschluss auf dem Basteltisch produziert habe. Nochmal gerade kontrollieren. Ja, das scheint soweit in Ordnung zu sein. Gut, ich schalte sie jetzt mal ein. Okay, das alte Drehspulinstrument zeigt uns ein bisschen was an. Keine Kunst, ist ja auch übers Netzteil versorgt momentan. Ihr wisst das, die HF ist momentan noch nicht eingeschaltet. Wir sehen das hier oder wir sehen es auch nicht, weil das so blendet auf der Bedienoberfläche.
Ja, hier oben HF ist noch aus. Bislang habe ich HF hier eingeschaltet, nachdem ich mich erstmal verbunden habe. Das mache ich jetzt nicht, sondern wir verbinden uns gleich über die X12S mit der Varioprop. Kanal 58 ist eingestellt, denn da ist mein 40 MHz Empfänger drauf gebunden. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Gut, jetzt habe ich so lange gequatscht. Jetzt ist wahrscheinlich mein ELRS in den Wi-Fi-Mode gegangen. Nein, noch nicht. Er blinkt noch ganz normal. Eine Minute ist noch nicht vergangen, aber ich schalte trotzdem noch mal. Jetzt fängt er an, hektisch zu blinken. Ihr seht das nicht. Ich muss das wieder rüberschieben. Da sieht man das. Also jetzt ist er im Wi-Fi-Modus. Das nützt natürlich nichts für die Demo. Also ich schalte es noch mal aus. Und dann beginnen wir noch mal von neu. So, wieder sehen, dass jetzt alles hier im Bild ist. Da ist die andere Anlage. So, jetzt muss ich mich ein bisschen sputen. Also, ich schalte den hier wieder ein. Okay, soweit. Jetzt schalte ich meine X12S hier ein. Jawohl. Und die sollte sich dann auch irgendwann verbinden. Ja, verbunden ist sie. Okay, das müssten wir in der Telemetrie sehen, dass wir verbunden sind. Da gehe ich mal kurz auf die Telemetrie und suche ein paar Sensoren. Und da finden wir einige Sensoren. Die üblichen 25 mW Sendeleistung, Empfangsqualität, Linkqualität 100%. Okay, das könnt ihr alles nicht sehen, weil das wieder so doof blendet. Das ist echt ein Problem. Ja, es geht auch nicht wirklich um die Telemetrie. Hier oben sind noch Sensoren. Batterie 0 Volt. Das kommt erstmal als Dummy hier von der Varioprop. Da wird natürlich noch keine richtige Spannung angezeigt. Seht es mir nach, soweit war ich jetzt noch nicht. Es ging mir erstmal nur um das Grundsätzliche zu zeigen. Also Telemetrie wird empfangen, das ist schon mal ganz gut. Und jetzt können wir das ELRS-Skript starten. Das sieht man hier, das wird dort auch angezeigt. Das ist das ganz normale Standard ELRS Version 3 Skript. Zeigt also die üblichen Informationen an. Und wir kriegen also hier das Menü für unser Sendemodul. Und jetzt gehe ich einfach mal hier auf Other Devices. Und siehe da, da erscheint meine Varioprop. Und da gehe ich zum Beispiel hier hinein. Und kann jetzt auch hier die HF einschalten. Also jetzt mal nicht über Bluetooth, sondern das mache ich jetzt hier über die Verbindung zu meinem Relaisender. Also die X12S ist gewissermaßen der Master und die Varioprop ist der Slave oder das Relais. Ich schalte jetzt mal die HF ein. Ich schiebe das noch ein bisschen rüber. So, also ich kann hier jetzt unten an dem Stellrädchen drehen, die andere Menüoption, also Off-On, da ist es, und schalte die HF ein. Da sieht man natürlich nichts, weil unser Empfänger noch nicht läuft. Den schalten wir jetzt ein. Okay, dann muss ich hier nochmal die Verbindung herstellen zur Stromversorgung. Nach dem ganzen Rumgewackel, hoffentlich habe ich keinen kurzen, jetzt hier drin. Ja, der Empfänger leuchtet, zumindest sehe ich das. Ihr seht das jetzt. Und da ist das Servo. Und man hört es. Ich habe wieder keinen Servoarm oben drauf. Aber man kann das Servo jetzt hier bewegen. Okay, das hatten wir ja neulich auch schon. Völlig unspannend, dass wir hier mit unserem Master den Slave einschalten können. Aber hier gibt es noch so einen Menüpunkt, der heißt Override. Und wenn ich den setze, dann bewegt sich hier das Servo nicht mehr. Aber
von hier. Ja, damit ist dieser Varioprop-Sender im Prinzip nur noch ein Umsetzer von ja, moderner Technik zu alter Technik geworden. Und ich kann alle Kanäle hiermit dann auch steuern. Naja, was heißt alle? Also natürlich 8 respektive 10. In dem Fall mehr kann der Empfänger im Moment nicht. Also im Normalfall wären es 8 Proportionalkanäle dann auch oder irgendwelche Schaltfunktionen. Ja, soweit das kleine Update zu der renovierten Varioprop. Die nächste Stufe wird sein, dass wir natürlich auch die Schaltfunktionen, die wir bislang hier physisch haben oder hier über Bluetooth, hatte ich euch gezeigt und auch gezeigt, dass der Empfänger selber mittlerweile als Schaltmodul fungiert. Da kann man also hier zum Beispiel die LEDs direkt an den Empfänger anschließen. Ja, jetzt geht es noch darum, diese Schaltfunktionen auch hier über die X12S zu bedienen. Das wäre dann die nächste Stufe und das sehen wir dann im nächsten Video. Okay, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Bis dahin, tschüss!